Fahren jetzt einfach weiter. Soll das jetzt? Überrollt bin ich nicht gefahren, oder doch? Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, das wäre die Endhaltestelle, aber offensichtlich doch nicht. Ist das richtig? Ich glaube schon, doch. Das da vorne heißt wieder, dass wir anhalten müssen. Und dann geht's nach links weiter. Ich verstehe es nicht ganz. Wenn man da dazwischen kommt, gibt's einen riesigen Unfall. Doch, das Gebäude hier rechts kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist das Open House. Wenn ich richtig bin. Ja, doch, das stimmt, glaube ich. So, fahren wir jetzt wieder zurück oder wie? Was ist die Lage? Ich verstehe es nicht. Sorry. Die Ampel sehe ich auch nicht. Sehr gut. Bin ich zu weit nach vorne gefahren? Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Ja, hier müssen wir, glaube ich, wieder anhalten, wenn ich da richtig bin.
Ansonsten will niemand ein- oder aussteigen. Dann geht's weiter. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. Shit, da geht's nach links. Sehe ich das richtig? Oder geradeaus oder wie? Okay. Weird. Und wo müssen wir jetzt hier anhalten? Ah, da vorne. Scheibenwischer gibt's nicht. Oder doch. Hier langsam fängt es an zu regnen. Sehr cool. Lass mir nicht sagen, dass das gleich die nächste Haltestelle ist, oder doch? Hetzgasse. Ist das hier? Sind wir eigentlich Linie was? Eins. Ein bisschen weird, dass hier gleich wieder die nächste Haltestelle ist. Keine Ahnung, ob wir grün haben, aber wir fahren einfach. Es ist jetzt schon wieder. Ah, jetzt. Ich verstehe das Spiel noch nicht ganz, oder wie, was da immer mit diesen Straßenbahnen ist. Radetzkyplatz. Umsteigen zu O. In Richtung Bruno-Marek-Allee. Wieso sind eigentlich die Haltestellen alles so nah beieinander? Naja, Vollbremsung, egal. Na, schön. Okay, schade nicht an den Park. Immer noch irgendein Fehler. Bitte ein bisschen zurück da. Dann halt nicht. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Praxstraße. Sind jetzt?
sitzen ja gar keine Leute in den Autos. So, wir rutschen, glaube ich, ein bisschen. Das ist das Problem. Das Spiel hat ein bisschen FPS-Probleme, wenn man alles auf Ultra gestellt hat. Wie es mir scheint. Da steigen noch Leute mit ein. Das war's dann aber auch. Was willst du eigentlich mit deinem scheiß Schalter da? Ich glaube, es war zwar jetzt rot schon wieder für uns, aber das kann es doch echt nicht sein. Julius Rabenplatz. Umsteigen zu 2. Jetzt kann man hier wieder nicht drücken. Das geht ja dort auch nicht, dann muss es eigentlich VA sein. Das stimmt ja trotzdem irgendwie nicht. Was jetzt die Symbole hier wieder bedeuten, habe ich ehrlich gesagt jetzt schon wieder keine Ahnung. Fahren wir nach links? Wir fahren nach links. Wir fahren geradeaus? Dann fahren wir geradeaus. Keine Ahnung. Ich habe das schon wieder vergessen. Es gibt hier so viele Symbole und Zeichen. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1. U4. 2. 2A. Ja, sorry, da ist rot für uns. Dann glaube ich die andere Straßenbahn da drauf steht, oder? Ich sehe nichts. Jetzt Vollgas. Wo muss man denn hier anhalten? Da.
Ja, das ist jetzt zu spät, Leute. Sorry. Zum Glück steht da nichts mehr. Salztorbrücke. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Connections to Airport Bus. So, ich fahre jetzt hier einfach weiter, bis mir das Spiel irgendwie sagt, die Wartung ist abgeschlossen. Hoffentlich sagt das Spiel mir überhaupt. Sonst habe ich keine Ahnung. Das war jetzt mies. Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31. War das jetzt rot? 3A. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gecheckt. War das jetzt eine Haltestelle eigentlich? Ich glaube nicht. Ja gut. Wir fahren jetzt einfach mal. Hoffnung, dass grün war. Empfangen. Habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Das war grün. Börse. Umsteigen zu D. In Richtung Nussdorf. 40A.
Also einsteigen. Keine Ampel, ich sehe nichts. Wir fahren. Fehlerlos. Baue eine TSP-Kombo-Länge von 50 auf. Ah, okay. Ja gut, ich könnte das eigentlich einschalten, da würde ich ja wissen, ob da irgendwie was... Ob ich da irgendwas falsch mache oder nicht. Wir schalten das alles mal ein, dann sehen wir vielleicht irgendwas. Level 1. Schottentor. Umsteigen zu U2. 37. Vielleicht mache ich 38, bloß Fehler. 40. 41. Kann das sein? 42. 43. 44. 1A. Dass ich bloß nur Fehler mache und deshalb bekomme ich kein Level up. Jetzt auch wieder weird. Da vorne ist ein Punkt, hier hat es einen Punkt, da ist ein Strich. Wir halten hier an. Wir halten nicht hier an. Fahren wir halt weiter. So, da würde man sehen, wo man anhalten muss und welche Haltestellen man anfahren muss. Na gut, dann mache ich es halt extra schwierig für mich selber. Wie es scheint. Soll eigentlich gleich grün werden. Pünktlichkeit. Was? Wir sind doch nicht pünktlich. Rathausplatz, Burgtheater. Oder wird das erst am Ende der Linie vielleicht alles zusammengezählt, zum Schauen, ob man dann vielleicht aufsteigt oder nicht? Wahrscheinlich zwar nicht, weil es bei mir eh nicht der Fall ist. Steigt die Person noch ein? Nee. Fahren wir jetzt hier nach rechts. Wie lang geht die Linie hier noch? Das einmal hin und zurück. Also wegen mir wahrscheinlich ja viel länger. Als bei anderen Leuten. Moin! Parlament. Umsteigen zu 2. In Richtung Dornbach. Ich
Und irgendwelche Geschwindigkeitsschilder habe ich bisher immer noch nicht gesehen oder übersehen wahrscheinlich eher. Ich schätze mal nicht, dass man hier 50 fahren darf in dieser kleinen Straße. Das könnte ja verheerende Folgen haben. Oder man bekommt wirklich bloß so wenig XP, dass man da fast nicht aufsteigt, kann natürlich auch sein. Ist wieder irgendein Problem, Alter. Das ist nervig. Irgendwas ist hier falsch eingestellt mit diesem scheiß Betriebsartschalter. Aber ich check's nicht, was. Ring, Volkstheater. Umsteigen zu U3. Ein schönes Gebäude hier links. 49, 48a. Das war jetzt nicht so gut angehalten. Alle drin, alle drin. Natürlich ist rot. Ich verstehe nicht, wie soll wir Punkte bekommen für Pünktlichkeit, wenn wir viel zu spät sind eigentlich. Und der Blinker nicht, da nervt ja auch ein bisschen. Der läuft Moonwalk da hinten. Burgring. Umsteigen zu 57a. Hä? Was? Da rollen wir einfach rückwärts. Schon grüne Welle, schnell.
Oh, schön, da hätten wir anhalten müssen. Das habe ich jetzt zu spät gemerkt, dass die Haltestelle da eigentlich rechts war und die Leute über die Straße gehen müssten. Karlsplatz. Naja. U1, U4. Das war jetzt ein bisschen zu schnell, um da 62, eine Notbremse zu machen. 2A, 59A, Badener Bahn nach Baden. Moinsen! Ich glaube, das ist die Endhaltestelle. Einmal durch Wien. Okay. Ich glaube, das war's. Mit Linie 1. Und jetzt? Was jetzt? Sich das irgendwie irgendwo abstellen, das Fahrzeug. Ah. Keine Ahnung. Ich warte noch da, noch nach da drüben. Gasse. Oder fährt man hier einfach endlos die Schleifen? Wir halten hier an und brechen mal den Fahrplan ab. Ansonsten verstehe ich das nicht ganz, wie das hier funktioniert. Okay, er will wirklich, dass ich hier wieder anhalte. Aber wir brechen jetzt hier den Fahrplan ab. Noch kurz hier so ein schönes Thumbnail machen. Perfekt. Dann brechen wir hier den Fahrplan ab. Ja, sehr gut geschrieben. So. So speichert er dreimal. Ist das Spiel ein bisschen buggy? Ich glaub's. Und Fahrplan abbrechen geht ja auch nicht. Hä? TSP gesammelt. 1 Stunde 10. Und das war's. Man sieht nicht mal irgendwie, wie viele Fehler das man gemacht hat oder so. Für 1000 braucht man, um Level aufzusteigen. What?
Okay. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge von Tram Sim Vienna. Vielen Dank fürs Zuschauen. War ein bisschen chaotisch, ehrlich gesagt. Aber ja, gut. Die Störung ist ein bisschen wild, finde ich. Und die ganzen Signale muss man sich auch erstmal merken. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal noch besser. Mal schauen. Hat eigentlich Spaß gemacht, abgesehen von diesen komischen Türfehlern und Fahrtrichtungsschalter, wie dieser Ding hier heißt. Aber gut. Bis zum nächsten Mal hier vielleicht. Mal schauen. Tschüss.